Zurück bei Let's Play L.A. Noire. Wir sind ja jetzt gerade im Verhör mit den... Please believe me, I didn't kill my wife. Ja, sagtest du schon. Aber wir haben Beweise, die das so ein bisschen anders sehen. Wir kommen mal zur Lippenstiftbeschriftung. You did it. Everything points to you. What does Tex mean, Jacob? I don't know what you're talking about. Ist you used your wahr? Wife's lipstick to leave us a message. Was it a cry for help, Jacob? Well, the last time I didn't kill my wife. Pam. I am done with you. You should charge me or let me go. If not, I'm going to get myself a lawyer. Hm? Ich dachte, das war der Lippenstift. Schade. Okay, der Niedergang der Ehe. Komm schon. Your marriage was over. You took her in and she threw it back in your face. You didn't go over there to hurt her. It just got out of hand. It's not how it was. Ich setz mal einen Intuitionspunkt ein, weil ich mich gerade mal geirrt habe. Ach, anzweifeln oder Lüge? Ich mach mal Lüge. You're lying, Jacob. It was falling apart and things got violent. I'm not lying. I'm telling you how it was. Der Anlasswohnungstitel limitiert alle Träge. Wenn du nicht genug Beweise hast, dies gibt dir die Möglichkeit, die Anschuldigung fallen zu lassen. Ich habe keinen Beweis. Looks like I was mistaken. Jacob, I think she pushed you around and slapped you about. You got to like it. Big guy like you and you're a fucking pushover. Ah, fuck you. I did my best to make it work. Gut, was ist aber mit dem Ring? Why did you break into your wife's house, Jacob? Why steal the ring? What? What are you talking about? I've got a key. Why would I need to break in? You took the ring because you found out who gave it to her. What are you talking about? Her prized garnet ring, given to her by her old boyfriend, Dick McCall. I never knew that. I lived with that woman for 3 years and I never knew that. Well, in that case, I think you should be talking to Dick McCall. We'll do the detective work, Lunkhead. Just answer the questions. I don't see any way out of this unless you give us something. Phelps, you failed me, son. We have another lead, Captain. This guy Mendez could be our man. I hope so, Phelps. I really hope so. I'm deeply disturbed by your style of police work. Ay. Und ich dachte, wir sind einigermaßen gut darin. Naja, gut. Gut, wir fahren jetzt noch mal zum... We can still pull down a conviction for the skipper if we chase down this Mendez guy. Ja, sonst haben wir nicht genug Beweise. Obwohl eigentlich Schuhgröße und der ganze Quatsch müsste doch im Prinzip eigentlich reichen. Ich verstehe das irgendwo nicht, aber na gut. So, das Apartment als Ziel. Na gut. Was? Steig ein! So. So. You turn right now. Natürlich. So, dann fahren wir mal ein bisschen. Up ahead, you make a right. Gut, dann einmal noch rechts. It's left at the next intersection. Links an der nächsten Kreuzung. So wait for the next turning and go right. Yep, auf die nächste Kreuzung und rechts. All cars, Houston reports, officer needs help, shots fired, officer down, 6th Street and Lindley Place, 6th Street and Lindley Place, unit to handle code 3, identify. Alonzo Mendez, sound like a man who moonlights as the werewolf? Okay, so go left at the next one. Don't sound like a man I'd let my daughter anywhere near. You've got a daughter. Spend enough time drinking, Cole, you'll find yourself with any number of things you don't want when you're sober. So that's why you never sober up. Exactly. You're taking the next left. Yep.
die nächste links. Das wäre in dem Fall... Ach, wir können ja hupen. Turn left, here. Through this intersection. Jawolle, da machen wir erstmal jetzt das Spontan-Ding, weil das will ich ein bisschen aufholen. Take the next right. Whoa. Calling all cars, citizen reports, officer needs help, shots fired, officer down, 6th Street and Lindley Place, 6th Street and Lindley Place, unit to handle code 3, identify. So. Ah. That alleyway leads to the rear of the building, sir. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a bead on you like I did. Wow, wow, Alter. Cop killers are the worst kind of scum. So. Wo sind denn die bösen Burschen? Alter. You like killing cops? Oha. Ach du Scheiße. Nicht nett, nicht nett. Und wo starten wir jetzt? Officer needs help. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Unit to handle code 3. Identify. Okay. This is car 11K. Okay, next corner, we're on the help right. Call. 11K. Shots fired. Officer down. 6th Street and Lindley Place. 6th Street and Lindley Place. Repeat. Shots fired. Officer down. 11K. Code 3. Was sind ja in der Nähe? So. Probieren wir es nochmal. Ja, komm, ich möchte eigentlich die Zwischensequenz eigentlich immer mal überspringen. Someone's gonna have to climb up and take him down. Good luck. Don't let him get a beat on you like I did. So, einer ist noch da. So, jetzt müssen wir gleich vorsichtig vorgehen. Ja, bist halt ein kleiner Fettsack. You like killing cops? I'll cover you. Na komm. Oh Mann, jetzt läuft er wieder. Du kommst nicht weit. So, geht doch. Jawohl. Da sagst du was. So, und nun? Jetzt muss er nochmal laden. So. Gut, zumindest ein Mord aufgeklärt. Für heute. So. Alles klar. Ich würde sagen, dann fährst du dann doch dahin. Can you drive to this one? Genau. Fahr du mal dahin. Ja, ich weiß. Ich lass mich immer gerne fahren. So, beim Apartment waren wir ja schon mal. Wie viel Uhr haben wir? Das sieht nämlich irgendwie nach abends aus.
Minuten. So. Stand da irgendwie irgendwas von wegen, wo wir hin müssen? Na. Ne, hier nicht. Wahrscheinlich da drüben. Natürlich ganz oben. Mendez, Apartment 16. Apartment. Können wir mal klingeln. So, Apartment 16. Gibt es hier irgendwie einen Fahrstuhl oder so? Weil ich will die ganzen Treppen nicht laufen, ehrlich gesagt. Ne, wir müssen wahrscheinlich... Ach, nö. Dann laufen wir eben. Was? Ja, 4. Here. The apartment's up on the top floor. Wäre auch mal was anderes, wenn es nicht so wäre, ne? So. Dann einmal hoch. Lalalala. Na komm schon, Fetti. Die paar Treppen schaffst du doch noch. Na komm. Wir sehen immer nur, wie er sich da die Treppen so hochquält. Das finde ich ganz lustig. So, 14. Don't bother knocking, just kick the door in. Na klar. Take a look around and see what you can find. Gut. Dann müssen wir hier jetzt nochmal was suchen. So. Ne, hier ist nichts. Lalalala. So. Aber einen schönen Ausblick hat er auf jeden Fall. So, die Küche. Auch eigentlich alles ganz gut. Don't think this is any use to us. Was, eine Packung Eier? Doch, immer. Das hilft uns immer. Fangen wir mal hier mit der Dose hier an. Incidental. Hallo, das ist Sunset Gold Kaffee, ja? Ist kein billiges Zeug. This doesn't pertain to the case. Ach komm, man kann sich auch anstellen. Gut, dann nicht. Gut, in der Küche ist nichts. Aha, das... Nothing significant. Die kennen wir ja noch, die Streichhölzer. Haben sie auch überall. So. Nö, okay. Gucken wir mal hier rein. Ach. Probably nothing. Hallo, das ist eine Waffe. Meistertet. Ja. Consistent with Celine's injuries, and the blood can be typed. Das ist unsere Mordwaffe. Da ist ja noch was. Na? Ja, komm. Carruthers could match the color and brand of the body. Soll er das machen? Gut. We have the murder weapon. We better get Pinker down here. Why keep it? Why not throw it away? Think these clowns are geniuses? Thank your stars you caught a break. Captain Donald will begin to like you. Hey! What gives? LAPD, you're under arrest. No! Move that son of a bitch! I'll go get our wheels. Mendez, stop right there! Lauf! 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 Na komm, lauf. Ich liebe die Verfolgungsjagden, ja.
You don't need to do this, Alonzo. Yep. Ach komm, jetzt noch langsamer, komm. Er entwischt. Oder bleibt er netterweise stehen? Get in and drive. Ja, klar. Los. Dann fahren wir mal. Falsche Straße, aber egal. Boah, Alter. Hit him, Cole. Spin him out. Na, nein. Alter, schlechtester Polizist ever. Komm schon. Alter. Ja, klasse. Schlechtester Polizist ever, Alter. Es ist hier unfassbar. Gut, das versuchen wir nochmal. Alter. Schön. Gefällt mir gut. God damn it, get after him, Cole. Na, zum Glück müssen wir nicht nochmal ganz von vorne auf anfangen. Und er hat ein neuesten anderes Auto. Him, Cole, spin him out. Ja. Ach, da ist er lang. I got an idea. Boah. Get him next to my window, Cole. Keep me alongside his vehicle and I'll stop the son of a bitch. Klar, nichts leichter als das. Hit him. Clean this asshole off the road. Don't go to sleep on me. Get me back in close. Ja, komm. I'll try to shoot out his tires. Wish me luck. Yeah, come. You're under arrest for the murder of Celine Henry. Na komm. Ist das Ellen? Ist das Ellen Harper? Sag das nicht. Bitte nicht. Nee. I ain't saying a goddamn thing. Das musst du auch nicht. You did a grand job, lads. Phelps, that's quite a way to acquit yourself in your first outing as a homicide investigator. It seems the city has a new and vengeful guardian. Considering the evidence against your suspect, and the thoroughness with which a report was compiled, I foresee a safe passage through the courts, and the DA agrees with me. Brutality on a scale such as this deserves retribution. The people and the press of this city demand it. Dann eben nichts zu trinken für mich. Anhand Polizei schalte ein Fahrzeug mit einer verdächtigen Person mit Hilfe deines Partners aus. So, jetzt wollen wir mal gucken. Fall abgeschlossen, 4 Sterne ausgezeichnet, gefundene Hinweise 17 von 19. Fragen richtig 8 von 10. Fahrzeugschaden 1815, Verletzungen zum Glück 0 diesmal und Sachschaden lächerliche 50 Dollar. Notizen: Jacob Henry wird in Ruhe trauern, während Mendez in seiner Zelle auf einen Besuch des Staatsanwalts wartet. So wird's sein. So. Dann ab zum nächsten Fall. Aber erstmal müssen wir speichern. Und laden. This pain. The love you pump through my veins, 'cause I'm burning out.
der goldene Schmetterling. Galloway. Got it, Skipper. Yeah, I'll bring him. He's my partner, after all. What have we got? New case. White female dumped in plain sight in the grass at the end of Hill Street. Hacks are all over it. Captain's trying to fend them off. That sounds awfully similar. The first rule of police work is make no assumptions until you've seen the evidence. Skipper wants you to have your newspaper face on, college boy. I think I know the place where they found the lady. It overlooks Sunset Boulevard. Let's go. Ja, let's go, aber allerdings erst in der nächsten Folge. Ist das nicht unser alter Partner? Sorry, I just got a tip off. I'm about to roll out. Indem du hier sitzt und gar nichts tust. Na gut. So, dann würde ich sagen, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder mit einem neuen Fall. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Let's Play L.A. Noir. Ich sag Tschüss. I say we bust in there and find the goddamn evidence.